Jo, schönen guten Tag, willkommen zurück hier in Schottland bei Civilization 6. Der Ära ist wieder da. Und ja, die Lage ist irgendwie ein bisschen komisch, aber eigentlich ganz lustig, weil irgendwie, ich hatte nie angestrebt, auch nur im Ansatz, die Welt zu erobern. Aber irgendwie durch den seltsamen Krieg der Franzosen bin ich jetzt in so eine Art Weltkrieg gezogen worden, der erstaunlich gut läuft. Und jetzt werde ich hier auch einfach durchziehen. Jetzt kriegen die hier von mir aber schön den Arsch voll. So, jetzt ist die Frage, wie kann ich denn jetzt dem... Wir haben jetzt hier den Naturforscher. Ich kann hier nichts... Wir haben doch hier so ein schönes... Das mit den Naturforschern verstehe ich einfach nicht. Oh, jetzt hat der Panzer aber richtig. Jetzt hat der Panzer richtig Ärger gekriegt. Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt. Die mit ihren Partisanen hier, das geht mir auf den Sack. So. Wir müssen einfach mal die Panzer tauschen. Der General macht auch nichts. So, jetzt fahren wir langsam ran. So, Raketenkreuzer, wir brauchen Zerstörer. Nee. Wir werden jetzt erstmal hier weitermachen. Seehafen. Ja, und jetzt geht's gegen Mr. Vasis. Weil es will ja keiner Frieden mit mir schließen. Das finde ich halt total witzig. Ich muss die ganze Zeit kämpfen, weil keiner mag Frieden machen. Ich würde so gerne Frieden schließen, aber es ist irgendwie nicht vorgesehen. Wir werden jetzt auch dieses mechanisierte Infanteriekorps da hochholen. Und hier nur mit den Panzern und den Maschinengewehren kämpfen, das sollte reichen. Wir können einen Gouverneur befördern. Atomwaffenprojekte. Nee, dann befördern wir ihn mal. Luftabwehr. Na gut. Ui, na hier können wir jetzt aber ganz schön dran rumbambeln. Das ist echt nicht so einfach, wie die Franzosen überrennen. Die Städte hier sind ganz anders gesichert. Guck's dir an, du. Die Kree sind schon krass drauf. Da brauchen wir nicht diskutieren. Der kommt jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Wir brauchen, glaube ich, mal wieder ein paar Handwerker. Und wir müssen noch ein paar Händler kaufen. So. Und die Kree machen Freundschaft mit allen.
Alter, diese Stadt, die knallt ganz schön rein. Allianz mit Chaka ist ausgelaufen. Dumbarton. Dumbarton hungert. Canberra. Canberra. Das Sendezentrum ist okay. Wollen wir noch das Maracanã bauen? Na klar, da bauen wir noch das Maracanã. Das finde ich schön. Ziehe ich jetzt auch zurück. Ich muss mich jetzt hier nicht sinnlos beschießen lassen, das ist albern. So, ja, geht's wieder los, aber das dauert hier. Das ist eine langwierige Geschichte. Ja, 109 Verteidigung. Puh, das ist schon anständig. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so anschließen können. So, warte mal. Dumbarton war das Problem. Ja, wir Dumbarton mit Nahrung versorgen. Und ansonsten werden wir uns hier schön... Der will nicht. Okay. Wir werden nochmal versuchen, Frieden zu schließen. Nee, das ist ja das Problem mit der Kinder. Wie ist mit den Cree hier? Ach, alle für einen Haufen Asche. Können sie vergessen. Dann machen wir das halt so. So. Den verschanze ich hier einfach mal. Und dann müssen wir echt mal gucken, was wir hier alles reparieren müssen. Eieieiei. Ach ne. Du willst ja wieder lustiges Zeug haben. Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ja. So, jetzt ist mein Junior nach Hause gekommen. Mal gucken. Der Bomber ist auch. Angriff, Leute, Angriff. Ach Mann. Ja, grundsätzlich können wir das jetzt auch einfach hier mit Welteroberung zu Ende bringen. Das finde ich gerade ein bisschen ärgerlich, weil es ist gerade einfach nur sinnloses Rumba runter geklicke, weil nicht wirklich herausfordernd. Das ist eigentlich relativ einfach, um es mal ehrlich zu sagen. So, Sterling. Ne, das ist Jane. Jane ist der Verteidiger. Das war ein Blödsinn, den brauche ich.
So, jetzt werden wir mal noch Eitab angreifen. Ja, wir müssen bloß noch unsere Truppen irgendwann mal dazu stoßen, dann können wir da oben auch mal ein bisschen Spaß machen. Bauen wir mal einen Bauernhof. Ja, und hier müssen wir die Folgen des Krieges ein wenig mildern. Mal ein bisschen was reparieren. Das glaube ich mal dran. Ja, und das Mars-Projekt Nummer 2 ist durch. Wir haben wieder einen Spion. Forest braucht Wohnraum. Ja, hier müssen wir erstmal eine Reparatur anzetteln. Kampfpanzer, ja, wo ist denn hier der Runde überspringen? Dann verschanzen wir den erstmal. Weil erstmal müssen wir Sturmreis schießen, aber es ist halt wirklich tatsächlich nicht so richtig viel dazu, wenn man mal ehrlich ist. Es ist halt so ein Geduldsspiel. Es ist so ein Geduldsspiel. Mistavasis. Naja gut. So. Ziehen wir erstmal dahin und dann werden wir das schon Stück für Stück schaffen. Ja, wenn die mich noch eine Weile machen lassen, kriege ich sogar dieses Eitab hier noch runtergeschossen. So, Spion Jane. Ja, der fängt ihn nach dem anderen hier. Der fängt einen nach dem anderen. Was rennt eigentlich Indonesien hier bei mir so rum? Was soll denn das werden? Na klar. Kriegstreiberei mache ich überhaupt nicht. Alu, Zucker, Büste. Boah, na klar. So. So ist doch schön. Jawohl. Man muss die Freunde nehmen, wie sie kommen. Jetzt ist das Maracanã nicht fertig geworden. Ja, schade. Ja, ich war ein bisschen spät dran. Ich war ein wenig spät dran. Feindliche Spion, Casus Belli gegen Chaka. Noch ein Handelsweg. Wir können unseren Raketenkreuzer befördern. Gegen Bezirksverteidigung. So. Ruang. Was machen wir denn in Ruang? Ja, machen wir schnell hier den kleinen Kram fertig. So, na dann, Bomber. Ja, wir brauchen immer mehr Bomber, immer mehr Bomber. Ja, das macht viel Spaß. Jetzt haben wir dich.
mein Freund. Jetzt habe ich dich. Angriff. Sehr gut. Jo. Stadt wird behalten und jetzt schaue ich nochmal, ob die Kree mit uns einen Frieden machen. Nö, wollen sie nicht. Das ist ärgerlich. Ja, wir reparieren erstmal alles hier. So, jetzt wollen wir die Stadt reparieren. Das mal. Der ist neutralisiert. Ach, das ist doch Mist. So, dann ziehen wir mal vor. Party! Alter. Ja, das hat schön reingehauen. So. Komm, wir klauen denen jetzt was. Wir klauen denen jetzt ein großes Werk. Auch schön. Ich hätte gerne Frieden, aber keiner macht mit mir Frieden. Nö. Wieder einen erwischt. Sterling. Haben wir doch die nächste Stadt schon gefunden. So, jetzt warten wir wieder mal eine Runde. Ich frage mich, warum der hier die ganzen Kampfflugzeuge rumfliegen hat, wenn er sie eh nicht einsetzt. Meine Bomber können ja hier tun und lassen, was sie wollen. Also das ist schon so ein bisschen KI-mäßig ist es tatsächlich ein bisschen seltsam. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber es ist ein bisschen eigenartig.
Ach, Jane. Immer wenn ich hier, wenn Jane wieder ihn erwischt, muss ich hier wieder von vorne anfangen. Das ist doch Mist. So. Meine mechanisierte Infanterie ist angekommen. Ist auch geil. Die sind schneller als die eigentlichen Einheiten. Das ist auch geil. Oh, da kommt der Flugzeugträger. Ja, denunziert mich noch alle. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe mir diesen Krieg hier gerade nicht ausgesucht, wenn ich ehrlich bin. Oh. So, das war ja übel. Wir können einen großen Musiker rekrutieren. Sehr gut. Schon wieder einen Spion. So, ach Gott, jetzt ist ja wieder was los hier. Hier. Niemand sonst hat so viel Sieger errungen. Die Raketenartillerie, na klar. Okay. Sterling. Bauen wir jetzt mal noch ein paar Bomber hier. Dundee. Was mache ich denn in Dundee? Hier reparieren wir weiter unseren Kram. Hier bauen wir noch ein Industriegebiet. Hier ist das Ruhrgebiet. Puhuhu. Ja dann. Bomber los. Die Stadt ist noch besser befestigt. Kann er jetzt mal Frieden machen? Warum soll ich denn noch was bezahlen? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist total unlogisch. Die verlieren den Krieg gerade. Das regt mich auf. Leon Topitsch. Der Herr Leon Topitsch muss mal ein Lied schreiben. Drück. So. Komm, wir klauen jetzt Anna Karenina. Feuer. So, die Mechanisierte muss warten. Das ist jetzt echt ein Krieg, der macht keinen Spaß. Ich glaube, ich bin jetzt gleich davor, hier mal den Sieg so einzufahren. Wie sieht's denn aus? Wir haben gleich genug Touristen. Jawohl. Sterling. Schon
Bitte. Die mich... Oh, jetzt habe ich hier echt verloren. Alter, wir haben eine Einheit verloren. Das war unser General. Die Zukunft scheint weit. Das war jetzt natürlich ärgerlich. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass die noch Einheiten haben. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das ist ärgerlich. So, da bauen wir jetzt hier Einkaufszentren. Alter, das ist ja wohl... Ah ne, der General ist noch da. Dann werden wir dem General mal... eine neue Armee zur Verfügung stellen müssen. Ich würde ja so gerne Frieden machen, aber keiner macht mit. Egal wie viel die einbüßen, die sind im Krieg wegen diesem Kram da. Wahrscheinlich wegen diesem Notfallscheiß. Ganz egal, was das für die heißt, dass ich die jetzt hier komplett auslösche. Ich hätte gerne noch eine Artillerie. Ich glaube, das mache ich als nächstes. Na, haben wir noch irgendwo ein Plätzl für das Lied hier oben? Eine Armada. Sehr gut. So, dann werden wir hier mal ein bisschen näher ranfahren. Du wartest. So, und da kommt die zweite mechanisierte. So ist doch nett. So machen wir das. Oh, was haben wir denn hier? Ein Arabienzerstörer. Schon wieder. Kann die Zukunft niemals. Na. Ja, das war jetzt nicht unbedingt der Geisterkrieg, aber... Was willst du machen? So.
So, jetzt läuft das doch hier. Diese Cree, ey. Haben sich so ein bisschen in ihr Schicksal ergeben, habe ich so das Gefühl. So, zeig mal her, ob das was geht jetzt hier. Das war gar nicht schlecht. So, wir haben ja schon wieder einen Haufen Asche. Jetzt ist die Frage, können wir hier was kaufen? Puh, 6000, hä? Dann kaufe ich mir noch einen Bomber. Bomber kann man nie genug haben. Das ist echt nervig. Jawoll. So. Dann haben wir hier noch eine Stadt erobert. Hat ja auch plus 8 Jahre gedauert, ne? So, gut, ich beende an der Stelle jetzt mal wieder die Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, dass hier irgendwie der Frieden ausbricht. Wobei, ich bin echt am Überlegen, ob wir jetzt einfach sagen, Arschlecken, wir bauen jetzt das letzte Mars-Projekt und dann ist gut. Na gut, wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.